Herr Präsident, meine Damen und Herren! Über die Berliner Mitte wird ja seit Jahren leidenschaftlich gestritten. Ihr Zustand hat sich im Zuge der vielen Baustellen und von Pflegemängeln bis zur Verwahrlosung nicht verbessert. Kein Wunder also, wenn immer mehr Menschen meinen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber die Berlinerinnen und Berliner haben nicht die besten Erfahrungen mit der Bürgerbeteiligung. Stichworte sind Tempelhof, Oeynhausen, Olympia und zuletzt der Mauerpark. Die Latte liegt also hoch und der Senat sollte die sich bietende Chance für eine demokratische Planungskultur nutzen und nicht wieder vermasseln oder noch schlimmer ausschlagen. Die Berliner Mitte unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punkten von anderen europäischen Stadtzentren. Hier wohnen erstens viele Menschen und noch dazu ganz normale. Sie wohnen zu bezahlbaren Mieten hier und sie tun das gern. Das muss so bleiben und verteidigt werden. Und zweitens ist das Fehlen historischer Bauten und Zeugnisse gerade das Ergebnis einer besonderen Geschichte, die aber vor Ort nicht nachvollziehbar und erlebbar ist. Unsere Geschichte können wir uns bekanntlich nicht aussuchen. Dass die Berliner Mitte mehr ist als der Stadtraum zwischen Alexanderplatz und Spree, dürfte unstrittig sein. Wenn wir uns aber zunächst auf diesen Raum konzentrieren, kann dies nicht ohne Bezugnahme auf den Alexanderplatz einerseits und das Humboldt-Forum andererseits erfolgen. Als Scharnier zwischen Kommerz, Verkehrsknoten und musealem Highlight bezieht dieser Raum einen wesentlichen Teil seiner Funktion. Und es darf nicht vernachlässigt werden, dass der Raum eingeschlossen und durchschnitten ist von hochfrequentierten Straßen. Die Zukunft des Verkehrs ist also eine zentrale Rahmenbedingung für die Zukunft dieses Ortes. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie die CDU damit umgehen wird. Der offizielle Dialogprozess hat nun am 18. April begonnen. Das öffentliche Interesse ist groß. Die Resonanz auf die Veranstaltung am Samstag war nicht schlecht, ist aber durchaus ausbaufähig. Das den Dialogprozess begleitende Kuratorium und der beauftragte Dienstleister müssen das mit dem Senat auswerten und verbessern. Es geht nicht vordergründig um perfekt designte Veranstaltungen, bei denen Bürgerinnen und Bürger im Zweifel stören. Es geht um Information, es geht um Streit, es geht um Kritik und die Suche nach Lösungen, um einen echten und ergebnisorientierten Dialog eben. Und eine Ergebnisoffenheit heißt im Übrigen nicht, dass man nicht eine Position hat. Manches deutet im Übrigen darauf hin, dass das Verfahren offen und so breit wie möglich angelegt ist. Und das begrüßen wir ausdrücklich. Denn der Senat hat zuletzt mit seiner falschen Planung von oben den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld herbeigeführt und zu Recht verloren. Er hat Bürgerentscheide ignoriert und Bürgerbegehren unterlaufen. Er hat offenkundig bisher kein Verhältnis zu direktdemokratischer Mitbestimmung. Und das könnte man doch in diesem Zuge einfach mal ändern und besser machen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir hier durchaus ein Zeitproblem haben. Aus dem angekündigten Jahr des Dialogs wird eine zeitlich gedrängte Folge von Veranstaltungen mit einer Sommerpause dazwischen von netto einem halben Jahr. Ob zum Ende des Jahres tatsächlich ein inhaltlich tragfähiges und politisch beschlussreifes Ergebnis vorliegt, das ist aus meiner Sicht völlig offen. Die Linke hat sehr bewusst zum Start dieses Dialogverfahrens diesen Antrag eingebracht, auch weil wir an dessen Erfolg interessiert sind. Wir wollen zu unserem Antrag eine breite Debatte. Wir sind an Anregungen, Änderungen und Verbesserungen interessiert und haben nichts dagegen, wenn er zu einem fraktionsübergreifenden Anliegen wird. Dies wäre sogar sehr zu begrüßen, weil der Dialogprozess zur Berliner Mitte so anspruchsvoll ist, dass dafür hohe und verallgemeinerbare Standards gesetzt werden sollten. Nebenbei, dass wir darin auch unsere Position zum Ausdruck bringen, das dürfte Sie nicht überraschen. In einem fraktionsübergreifenden Antrag müsste dann diese Position sicherlich sozusagen in einem Änderungsantrag weichen. Wir möchten, dass das Verfahren so transparent wie nur irgend möglich gestaltet und dokumentiert wird. Denn nach dem Bürgerdialog steht schließlich eine politische Entscheidung an. Zudem soll ein Wettbewerb ausgelobt werden, dessen Zielstellung aus dem Beschluss des Abgeordnetenhauses, also indirekt aus dem Ergebnis des Dialogs abzuleiten ist. Wir erwarten deshalb, dass der Prozess umfassend dokumentiert wird. Die notwendigen Informationen, Frau Hausdörfer hat darauf hingewiesen, sollen sowohl online als auch am Ort des Geschehens erreichbar sein. Am besten unterm Fernsehturm und noch besser mit dem Stadtmodell,
Das wäre eine ganz großartige Sache. Entscheidend wird die letzte Phase des Dialogprozesses sein, das Bündeln der Ergebnisse und die Erarbeitung der Empfehlungen. Vor allem dieser Abwägungsprozess, dessen Protagonisten, die Abstimmungsergebnisse, Minderheitenvoten, alternative Vorschläge, alles das muss nachvollziehbar sein und es muss vor der Beschlussfassung des Abgeordnetenhauses nicht nur uns vorliegen, sondern auch öffentlich zugänglich sein. Diskutiert werden sollen zunächst Funktion und Bedeutung des Stadtraums. Die Schlacht mit Bildern wurde zunächst zurückgestellt und auch das begrüßen wir. Ich hoffe tatsächlich auf eine ehrliche Verständigung über Stärken, Schwächen und Erwartungen an diesen Raum. Und zwar in erster Linie über die Nutzungsangebote, die der Mitte fehlen und die ihr angemessen wären. Und in zweiter Linie und im Zusammenhang damit erst über deren Gestalt. Die Bürgerbeteiligung findet bekanntlich nicht im luftleeren Raum statt. Es existiert ein materieller und ein politisch gesetzter Rahmen. Dieser Rahmen muss zu Beginn und immer wieder im Prozess kommuniziert werden. Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger Ideen entwickeln und anschließend sagt die Politik, das geht nicht, weil. Ein solcher Dialog braucht Klarheit und Ehrlichkeit, sonst gerät er zur Farce. Dass die Linke auch Position bezieht, das sollte sie nicht überraschen und deshalb enthält unser Antrag natürlich auch inhaltliche Leitlinien. Nicht antastbar ist aus unserer Sicht die öffentliche Funktion des Ortes. Eine Privatisierung des Stadtraumes, auch einzelner Bauflächen, lehnen wir ab. Grundlage des Dialogs und möglicherweise Konsens, da bin ich gespannt, muss aus unserer Sicht auch sein, dass die überdimensionierten Straßen und vor allem deren Verkehrsbelastung und Barrierewirkung nicht bleiben können. Nur so kann aus den bisher isolierten Stadtvierteln tatsächlich ein Stück lebendige Stadt werden. Eine wie auch immer historisierende oder zeitgenössische Wiederbebauung seit Jahrzehnten und nicht zuletzt im Ergebnis von Zerstörung und Wiederaufbau nach dem Krieg grün geprägten Freiraums lehnen wir ab. Ein anziehender Ort mit interessanten Nutzungen braucht nicht vorrangig zusätzliche Bauten. Das Ziel der Entwicklung muss die Qualifizierung des öffentlichen Raums sein. Zwischen all den privaten, kommerziellen und musealen Nutzungen und nicht zuletzt im Lichte der Verdichtung der Innenstadt muss dieser Stadtraum auch Grün- und Erholungsfläche sein. Er kann aber eben auch weit mehr sein als das. Er kann viele Nutzungen aufnehmen. Er kann ein Ort zum Leben sein, zum Feiern, zum Demonstrieren, ein Ort der Begegnung, des Ausruhens, der geschichtlichen Erinnerung. Das spricht aus meiner Sicht ganz klar gegen eine historisierende Überformung ohne jegliche Authentizität. Das spricht vielmehr für ein Konzept, das die Geschichte des Ortes in ihrer Vielfalt aufgreift, erkennbar und nachvollziehbar macht und nicht negiert oder einseitig instrumentalisiert. Und schließlich haben wir zu respektieren, ich sagte es am Anfang, dass dieser Ort für viele Wohnort und Kiez ist. Bei aller Internationalität muss der Stadtraum gewöhnliche alltägliche Nutzung ermöglichen. Und deshalb finden wir, dass auch die lokale Politik und Verwaltung in Mitte ein Mitbestimmungsrecht haben muss. Und deshalb steht das so in unserem Antrag. Nicht erst am Ende wird sich die Frage stellen, was die Ergebnisse des Dialogs kosten und in welchen Zeiträumen sie gegebenenfalls realisiert werden können. Deshalb hat der Senat auch die Aufgabe, bereits während und nach dem Dialogprozess kostentransparent zu schaffen und Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der jetzt gestartete Dialog eröffnet tatsächlich große Chancen für alle Beteiligten. Die Fraktion Die Linke wird sich aktiv beteiligen und darauf achten, dass Senat und Koalition das halten, was sie versprechen und dass nicht das rauskommt, was man letztens in der Heute-Show als Definition eines Bürgerdialogs hören konnte. Ein Expertengremium wertet 2 Jahre lang die Bürgervorschläge aus und ein weiteres trägt es dann zum Altpapier. Vielen Dank.